baller noch mal an den Leuten richtig mit unserem V8 vorbei. Guckt euch das an. Boah, geil, ich liebe Syndicate Driving. Wie geil ist das denn? Ich komme nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Yo Leute und willkommen zu einer Runde Syndicate Driving. Und ihr seht es direkt. Ja, ich habe mir endlich neues Syndicate Driving gekauft. Und warum ich es nicht bereue, erfahrt ihr in diesem Video. Also, liebe Freunde, das war ja eine richtig geile On-Off-Cast, wie auch immer. Richtig geile Einleitung. Und ich muss euch so viel erzählen, liebe Freunde. Es hat sich so gelohnt, noch ein viertes Mal, ja, liebe Freunde, alle, die neu dazugekommen sind, ein viertes Mal habe ich jetzt Syndicate Driving gekauft. Und das ist jetzt die aktuellste Version, 1.5.5.3, irgendwie sowas. Und es ist göttlich. Ich hasse dieses Spiel, wisst ihr es. Beziehungsweise nicht hassen, aber ich habe im letzten Video erwähnt, wer spielt so eine Scheiße, ne? Aber jetzt, es ist Bombe. Übrigens, heute unterwegs im AMG GT, schaut euch dieses Biest an. Ich muss jetzt mal mitten auf der Kreuzung stehen bleiben, Entschuldigung. Aber schaut euch dieses Biest an. Alter, da sind gefühlt 23 Zöller drauf. Riesengroße, geile, schicke Felgen. Schaut euch mal das Teil an. Wahnsinn. Auf jeden Fall, was hat sich verändert? Warum lohnt es sich, die 23 Euro nochmal auszugeben? Also, ich hatte davor Version 1.3.3 gehabt, liebe Freunde. Gar nicht so alt. Davor hatte ich nämlich 1.2.5. Auf jeden Fall jetzt 1.5.5. So, warum lohnt es sich? Übelst geil, liebe Freunde. Ihr könnt jetzt direkt Car-Mods in Steam downloaden und die werden sofort in Syndicate Driving eingefügt. Erste geile Sache. Früher hat man den Mod-Installer gebraucht, beziehungsweise musste man es selber einfügen und 1000 Sachen da eingeben und Links und alles drum und dran. Jetzt, du suchst dein Auto aus, lädst runter, zack, drin. Richtig geil. Bester Punkt schon mal. Dann, ihr seht es, wir sind ganz woanders. Denn ich bin jetzt extra mal, ich habe das Spiel noch nicht gespielt vor euch, ich habe es nur gesehen, halt im Startscreen. Wir sind im neuen Viertel, oder wie das heißt. Im neuen Viertel und da ist noch ein Unterpunkt Stadt, neues Stadtviertel oder so. Also ihr seht, wir sind in der Stadt, richtig geil. So, dann die Schaltung. Extrem schnell jetzt und die schaltet schnell runter. Achtung. Wisst ihr noch, wie lange der früher gebraucht hat? Übelst krass. Und sobald ihr runtergeht, ist er wieder, weil wir sind im C-Programm, ihr seht es, ich kann das glaube ich auch nicht verstellen, schaltet er wieder runter. Also wenn ich drauf trete, dreht er aus, die Gänge. Und dann... Beziehungsweise wenn ich langsam beschleunige, ich zeige es euch mal. Oh, jetzt müssen wir... Jetzt bin ich hier natürlich von der Autobahn abgekommen. Es ist jetzt nicht so ein Car-Review wie sonst, liebe Freunde. Deshalb mache ich heute auch mal keine 0 bis 100 Messung. Extra nicht, weil ich so viel zu erzählen habe. So, ich beschleunige jetzt langsam und ihr seht, wie früh der schaltet. Achtung. Hier bei 4000 schon. Also richtig geil. Was ihr jetzt schon gehört habt, Reifengeräusche. Ich mache jetzt mal eine Vollbremsung. Achtung, zuhören. Es war jetzt keine schnelle Vollbremsung, aber ihr habt schon gehört, die Reifen sind, also quietschen jetzt. Auch bei schnellen Kurvenfahrten. Hört ihr es? Vielleicht so ein bisschen. Man hört immer die Reifenspuren raus. Und ich muss gestehen, ich bin vorhin einmal, ganz kurz, habe ich Start gedrückt, ob die Mods funktionieren. Und da bin ich mit dem, mit gezogener Handbremse gefahren. Ich habe es nicht gemerkt, weil das Teil so Power hat. Schaut euch das mal an. Handbremse drin und ich drehe voll drauf. Und jetzt mache ich sie mal raus. Natürlich, er wird noch um einiges schneller. Aber wenn du das gar nicht gewohnt bist, wie die Karre vorwärts marschiert, da merkst du nicht, ob die Handbremse drin ist oder nicht, liebe Freunde. Richtig geil. Und jetzt, was noch dazu kommt, ich komme gar nicht mehr drauf klar auf mein Leben. Ich habe auch ein CLA 45 reingefügt, weil ich mir ja das als neues Auto holen will. Boah, geil, das wusste ich auch noch nicht. Schaut mal, wir huckeln jetzt über den Bordstein drüber. Merkt ihr das? Alter, geil. Auf jeden Fall, ich bin so hin und weg, auf jeden Fall. Mann, wie oft sage ich noch auf jeden Fall? Beim CLA 45, der hat eine Rückfahrkamera eingebaut. Das heißt, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen, haben wir wirklich ein Live-Bild, liebe Freunde, vom Rückwärtsfahren. Wie geil ist das denn? Das heißt, er schwenkt nicht einfach nur auf irgendwie eine Rückwärtssicht, auf irgendein Standbild. Versteht ihr? Es ist wirklich live das hinter mir, was in Wirklichkeit hinter mir ist. Und das hier im Spiel. Wie geil ist das denn, Alter? Und was noch geil ist, ich weiß, ich nerv euch zu Tode, man kann jetzt Sommer,
Herbst und Winter einstellen. Und zudem noch Glatteis, heiter, gut, heiter bewölkt und sowas ging auch vorher, aber jetzt kannst du Glatteis einstellen, dass es eisige Straßen sind und dass du rutschst mehr und alles. Und auch Winter bzw. Weihnachten einstellen. Das ging auch. Weihnachten habe ich noch nicht eingestellt, aber Winter hatte ich schon eingestellt. Und da ist alles Schnee, die Scheiben sind voll Schnee und alles. Wie geil ist das denn? Ich komme nicht mehr aus dem Schwärmen raus. Ich hab's mir echt lang überlegt, ihr wisst es. Ich hab's mir Monate habe ich es mir überlegt, kaufe ich es mir ein viertes Mal, weil das war das Krasse. Früher, jetzt habe ich es mir ja über Steam gekauft und kann es überall nutzen. Früher jedoch konnte ich es nur mit einem Code auf einem PC nutzen. Und das war richtig ätzend, liebe Freunde. Digga, warum willst du geradeaus? Es geht nicht geradeaus. Auf jeden Fall, du konntest es nur auf einem PC nutzen. Und deshalb musste man sich immer wieder das neu kaufen, wenn man einen neuen PC oder neue Festplatte oder so hatte. Und jetzt auf Steam, jetzt brauche ich es hoffentlich nicht mehr kaufen. Wir fahren mehr lang. Alter, die Fahrphysik sind auch richtig krass. Das heißt, früher, du hast gebremst, bist rumgezogen, kein Problem gewesen. Jetzt, du rutschst schon. Du rutschst und kriegst fast die Kurve nicht mehr, wie ihr gerade gesehen habt. Beziehungsweise auch, wie ich schon erwähnt hatte, schaut mal, wir huckeln hier richtig drüber. Wie wenn der Bordstein einen Kilometer hoch wäre. Es ist einfach Wahnsinn. Es hat sich richtig gelohnt. Ich bin froh, dass ich echt nochmal die 23 Euro ausgegeben habe. Es ist traumhaft. Auch dann mit der neuen Map jetzt. Neue Car-Mods, das war ja mein... Ach, scheiße, auf Einbahnstraße. Das war ja mein Hauptkriterium eigentlich. Ich wollte das Spiel neu kaufen, nur um neue Car-Mods zu haben. Beispielsweise hier den GT CLA 45, E63S, der ganz neue. S63, was es alles gibt. Gut, das war jetzt nur Mercedes, aber ich bin halt Mercedes-Fan, liebe Freunde. Es gibt natürlich auch andere Mods, die ich auch vorstellen werde. Ich werde so viel vorstellen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich werde so viel vorstellen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alles klar, wahrscheinlich, liebe Freunde. Und deswegen wollte ich das kaufen. Aber hätte ich gewusst, was da dahinter steckt. Neue Karte. Komplett neue Karte, wie ihr seht. Neue Fahrphysik. Rückfahrkamera und die ganze Scheiße, es ist so göttlich. Und diese schnellen Schaltzeiten, wirklich wie ein echter AMG GT. Der ballert die Gänge durch. Boom, Alter, so geil. Und früher hat er in einer halben Stunde einfach geschaltet. Wahnsinn. Ich gebe nochmal richtig Gas für euch. Achtung. Boah, geil, Alter. Wir drücken die Kiste mal richtig aus. Hammer. 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 Boah. Einmal komplett durch die Mitte. Wahnsinn, ich liebe es. Ich habe noch nicht mal alles gesagt, was es hier alles gibt. Ich müsste ein extra Video machen. Jetzt komme ich hier schon das dritte Mal vorbei. Ein extra Video machen, was ich alles geil finde, was es alles gibt. Ist der Wahnsinn. Leider hat der jetzt keine Rückfahrkamera, aber das haben ja manche Autos in echt auch nicht. Deshalb hat er jetzt, kann ich euch das nicht zeigen, aber im nächsten Video nehme ich mal den CLA 45 oder den S63 mal schauen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist Wahnsinn. Es ist so geil. Wir werden auch mal im Schnee fahren oder bei Glatteis und ach, so geil, was es alles gibt. Jetzt fahren wir ja gerade im Herbst, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich so hin und weg bin. Und noch eine wichtige Sache, was richtig gut ist. Die Performance ist geil. Endlich ist die Performance optimiert. Ich habe hier permanent, weil ich Fraps auf 50 FPS limitiert habe, weil ich die sowieso im alten City Driving nie erreicht hatte. Ich hatte immer um die 30 FPS, manchmal auch Frame Drops auf 20, sodass 50 immer gereicht haben. Jetzt habe ich permanent 50 FPS anliegen. Das heißt, wenn ich Fraps, was weiß ich, auf 100 stellen würde, habe ich bestimmt auch 100. Also die extrem gute Performance und Ladezeit. Früher saß ich 10 Minuten ungelogen und habe gewartet, bis City Car Driving halt gestartet ist. Jetzt lass es mal 20 Sekunden gewesen sein und ich war im Spiel. Mega. Also richtig gut. Und dann hoffe ich mal, das weiß ich jetzt nicht, ich habe mich noch nicht belesen, dass jetzt Updates, beispielsweise wenn 1.6 rauskommt, musstest du früher immer neu kaufen. Jedes Mal musstest du dieses Spiel neu kaufen und ich hoffe, dass, da das jetzt über Steam läuft, wir Updates kriegen und Updates runterladen können, kostenlos, und somit direkt die neue City Car Driving Version haben
und somit das nicht nochmal immer wieder neu kaufen müssen, somit dann nicht die Car-Mods ausgehen, sondern immer wieder neue Sachen verfügbar sind. Das war nämlich auch so eine Sache. Da gab es wieder keine Mods mehr bei früher bei 1.2.5. Musste ich 1.3 kaufen. Habe ich 1.3 gekauft, gab es schon wieder 1.4 oder 1.5. Wie jetzt. Ich hoffe, das ist nicht mehr so. Wir ballern nochmal an den Leuten richtig mit unserem V8 vorbei. Guckt euch das an. Boah, geil. Ich liebe Syndicate Driving. Ja. Schiebt die weg, Alter. Ich liebe Syndicate Driving. Über alles, Mann. Das ist, guckt euch das mal an, was aus dem Game geworden ist. Hammer. Mann, ist das cool. Kommen wir hier hoch? Das müssen wir mal ausprobieren. Ne, das geht immer noch nicht. Also Syndicate Driving verzichtet immer noch nicht komplett auf unsichtbare Wände. Aber es ist schon viel freier. Also ich hätte wetten können, dass wir vorhin, wo wir durch den Kreisverkehr gefahren sind oder was das war, dass wir im alten Syndicate Driving voll in den Büschen eine unsichtbare Wand gesehen hätten. 100 Pro. Also, mega Spiel. Mega, ich bin hin und weg, liebe Freunde. Zum Glück habe ich es gemacht. Ich habe mir zwar Videos angeguckt, muss ich sagen, von Syndicate Driving, aber ich habe nicht gesehen, oder man merkt es ja auch gar nicht, dass das so viel geiler ist. Mit den Physics, mit den FPS, mit den Autos, Rückfahrkamera und den ganzen Details. Wahnsinn. Hammer. Ich dachte immer nur oben, der kmh-Messer hat sich verändert. Hier, ihr wisst ja, hier oben der Meilen- oder kmh-Anzeiger bzw. Umdrehungsanzeiger. Und was auch neu ist, das wollte ich euch mal noch fix zeigen, wenn wir jetzt stehen und früher die Hupe betätigt haben, ist es immer, hat es sofort gehupt. Ich drücke, sofort gehupt. Achtung, schaut mal. Jetzt drücke ich. Und es kommt erst 2-3 Sekunden später. Zudem, im Stand, wenn ich blinken möchte, er blinkt nicht. Das hat mich vorhin richtig verwundert. Jetzt schalte ich mal an, das Motörchen. Achso, wir müssen erstmal auf Park. Und jetzt blinke ich und es geht. Auch krass. Es ging einfach nicht. Wenn der Motor aus ist. Heftig. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und noch ein was. Noch ein was, liebe Freunde. Einmal muss ich noch nerven. Du hast jetzt auch, habe ich vorhin gesehen, einen Strafenanzeiger, wo es deine Strafen anzeigt, wie viel Euro Geldbußen du schon hast. Beispielsweise durch Unfälle, durch Missachtung von roten Ampeln und so weiter und so fort. Das wird alles summiert. Wollen wir mal schauen, na, jedes Mal, wie viel wir dann an Strafen haben. Und zudem kann man noch einen Bremswegberechner hier einfügen im Bildschirm und kann einfach permanent sich seinen Bremsweg anzeigen lassen. Auch nicht schlecht. Ich habe es jetzt aber mal ausgeblendet, weil da kommt ja jedes Mal, wenn ich bremse, hier Bremswegberechnung. So. Das Video geht schon ellenlang, ach du Scheiße, aber ich musste alles einmal erklären. Ich kann aber nochmal ein Video drüber machen, was alles neu ist, weil es fasziniert mich mega. Ihr wisst es, ihr habt es bestimmt gemerkt im ganzen Video. Wir hören noch einmal im GT rein. Es ist übrigens ein GT, kein AMG GTS. Also wir haben nur 476 PS oder so, aber hat für das Video gereicht, liebe Freunde. Einmal reinhören und dann werde ich euch verabschieden. Nice. So Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schaut bei Instagram vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder im geilen neuen Syndicate Driving. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.